So, wie sieht's denn hier eigentlich aus? 1200 gewinnen. 10.000 brauchen wir. Wir haben jetzt 13 Uhr. Das heißt, der ist noch nicht lange auf. Das könnten wir sogar schaffen, dass wir den upgraden bis heute Abend. Hm. 5.000. Oh, cool. Das sieht echt cool aus, der Freizeitpark. Also das finde ich auf jeden Fall ein sehr geiles Add-on. Ein paar haben sich darüber beschwert. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich mich darüber beschweren sollte. Vielleicht ist... Ja, keine Ahnung. Ich finde es eigentlich recht cool, weil man kann wirklich, wenn der halt voll ausgebaut ist, machst du schon Geld damit. Also das kann keiner abstreiten, dass man damit gut Geld machen kann. Die Reinigungsding, die arbeitet eventuell ein bisschen lange. Ich habe es mir ja schon angeguckt, ein bisschen. Aber ansonsten... Oh, den habe ich mal bekommen, weil ich bei so einer Umfrage teilgenommen habe. Das ist eigentlich recht cool, der Park. Ich habe ja auch hier noch den städtischen Heißluftballonpark. Ja, stimmt, den könnte ich auch benutzen, so. Amphitheater. Hm. Riesenbrunnenpark. Aber der ist eigentlich cool. Hat auch einen großen Umfang. Eventuell platziere ich den hier irgendwo mal. Ich weiß aber noch nicht wo. SICK-Korrekturservice. Aha. Damit die Lehrer nicht machen müssen. Oder? Oh, 17.000 sogar. Und wie viel bräuchten wir jetzt als nächstes? 5. Alter. Das hast du ziemlich schnell, glaub mir. Oh, wir könnten theoretisch schon so eine Achterbahn. Alter. Oder halt sowas. Go-Kart-Bahn. Riesenrad. Hm. Ich baue Riesenrad als erstes meistens. Hm, mal gucken. Huch. Man könnte theoretisch bis hier oben bauen. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher. So, was haben wir denn noch nicht? Wir haben das Kettenkarussell auf jeden Fall noch nicht. Das wäre eventuell ganz toll, wenn wir das hier hoch machen. Hier so. Ja, und jetzt müssten wir halt mit so bestimmten Sachen wiederholen. Oder kann man hier noch irgendwie... Ich denke nicht, dass wir hier das Riesenrad unterbekommen. Oder die Go-Kart-Bahn. Oder? Wir können ja mal versuchen. Oh doch, wir bekommen sogar unter, theoretisch. Die Go-Kart-Bahn zwar nicht und die Achterbahn sicher nicht. Die ist ein bisschen größer. Das wird noch cool. Also das Riesenrad bekommen wir locker dorthin. Ich traue mich jetzt aber gar nicht, das Stück hier abzureißen. So halt. Nicht, dass wir es mitreißen. Soll ich mal tra... Ja, ich wusste es. Musste ja so kommen. Musste echt so kommen, das war so klar. Sowas ist immer so. Immer. Aber okay. Ich verzeih dir, Spiel. So, hier, weil ja hier die Hauptattraktion zurzeit ja ist, muss hier auch noch ein bisschen Geschäft hin und so. Mhm. Eventuell da hinten nicht mehr, weil da geht eh keiner hin. Dann haben wir hier noch ein Kettenkarussell. Könnten wir hier irgendwie... Oder... Das hier hätte einen doofen Abstand, das mag ich immer nicht. Mal das hier. Hatten wir das schon? Ich glaube nicht. Ich glaube, das hatten wir eh noch nicht. Dann noch hier Luftballon-Typ hin und... Ist noch eine Bank irgendwo frei? Ja, genau, hier hinten können wir die Bänke hinbauen. Ja. Okay. Eigentlich hatte ich was anderes. Oder kann ich das noch machen? Naja. Das war irgendwie jetzt klar. Dann müsste ich eventuell hier sowas machen. Dann kann ich da vielleicht später noch mehr hinzufügen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier dann genug Gewinn machen.
Wahrscheinlich kann ich es gleich nochmal abbauen. Oder? Ist schon zu spät. Ich denke, ist schon zu spät. Genau, jetzt steht hier halt dann Vergnügungspark um 24 Uhr. Sollte hier dann auftauchen. Alter, bei Nacht sieht der auch sehr toll aus. Nochmal Screenshot machen. Eventuell mache ich den Screenshot-Taste nicht auf Plus, wo man reinzoomt. Mann. Oh, Upgrade für... Alter. Boah, was geht denn da ab? Ja, gut, ne? Der Freizeitpark, der ist... Ja, doch. So, mal gucken, was als nächstes. Jetzt könnten wir so eine riesen Achterbahn hier hinbauen. Oder wir bauen die Go-Kart. Ich hätte auf jeden Fall gern irgendwo die Achterbahn. Ich ziehe mal ein bisschen weiter hinter. Könnte ich die jetzt schon bauen? Nein, immer noch nicht. Oh Gott. Ich bin auch etwas heiser, wie man eventuell merkt. Aber ist nicht schlimm. Bam. Ja gut, ne? Da haben wir eine Achterbahn. Oh, wir können noch was. Ich habe doch gar keinen Platz mehr. Ach Leute. Was soll ich noch alles? Eventuell noch so ein Karussell. Ach, hier passt kein Karussell hin. Hä, passt hier überhaupt was hin? Da rein passt eh nichts, oder was? Das ist jetzt aber doof. Ja genau, das passt hin. Und das hier auch nicht? Willst du mich verarschen? Das passt ja locker rein. Der passt hier hin. Ach man, das ist immer eine, so eine Geschichte mit dem Park hier. Ich würde hier gerne die Go-Kart-Bahn noch irgendwo hin bekommen können. Eventuell können wir ja hier einfach wegmachen. Dann könnten wir nämlich hier noch ein bisschen weiter gehen und eventuell da noch die Go-Kart-Bahn irgendwie hinbekommen. Und hier dann so eine Unterführung. Ah ja, jetzt würde die hier hinpassen. Mache ich dann auf die Seite. Und dann kann ich hier nochmal so ein Karussellteil hinbauen. Sieht zwar jetzt irgendwie ein bisschen doof aus mit dem leeren Punkt da, aber wenn es weiter nichts ist. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie ging diese Unterführung. Oder Überführung? Geht sowas auch? Nee. Oder eventuell muss ich da ein bisschen weiter zurückreißen. Das werden wir ja gleich sehen. Ja, eine Überführung ginge. Oder auch eine Unterführung, oder? Hä? Unterführung? Was war denn das gerade? Ich mache eine Überführung. So, sieht irgendwie cool aus mit dieser Überführung. Ich weiß nicht, aber irgendwie hat das was. Dann könnte man theoretisch, wenn wir später da nichts mehr brauchen sollten, dann hier so. Weißt du Bescheid. Gut. Dann hier noch ein paar Stände. Damit die Leute auch hier ein bisschen was kaufen können bei den Ständen. Ist ja wichtig. Und eventuell noch ein paar Sitzplätze hier. Ich will kein neues Tor. Gott. Stimmt, bei der Bigfoot-Achterbahn hätte ich auch noch einen Stand hinbauen sollen.
Alter, das ist echt riesig. Stopp. Mal gucken, ob man da fahren kann. Das wäre interessant. Ach nee, die haben noch Nachtschicht reinigen.